Okay, es gibt mal wieder ein neues Let's Play vom Aimbot. Und zwar Super Kaizo Mario. Angeblich soll dieses Spiel total schwer sein. Ich habe es vorhin schon mal angespielt und bin in Welt 1.1 in einer Sekunde aus dem Bild gesprungen. Also habe ich noch gar nichts gemacht, bin ich schon aus dem Bild gesprungen. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, wie schwer das hier ist. Das Problem ist, ich kann natürlich kein Japanisch. Und das, was da so steht, verstehe ich also nicht. Und vor allem ist diese Steuerung einfach bekloppt, wenn du mich fragst. Die Steuerung von Super Mario World geht einfach nicht. Deshalb werde ich das mit Safe State spielen müssen. Und das hier ist wahrscheinlich die 1-1, wo jetzt gefailt wird. Ich frage mich, wie das gehen soll. Das ist schon mal unmöglich hier. Anscheinend ist gleich das erste Level unschaffbar. Ich habe keine Ahnung, wie der hier genug Anlauf kriegen soll. Also springe ich halt aus dem Bild. Oh, das gibt's ja nicht! Jetzt habe ich es geschafft! Mal sehen, können die auch in die andere Richtung schießen? Tatsächlich. Na gut, da steht auch wieder irgendwas Japanisches, das keiner lesen kann. Ach so, es wird ja sogar noch abnormaler. Jetzt muss ich die verdammten Dinger benutzen, um darüber zu kommen. Und zwar alle fünf anscheinend. Sieht so aus. Und diese Steuerung ist bekloppt. Ey. So, irgendwie muss das wohl gehen. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Der hätte höher springen müssen, aber irgendwie hat er das nicht gerade eben nicht wollen anscheinend. Ja so, aber da muss gleich der erste Sprung sitzen. Sonst wird's nix. Und das tut er aber nicht. Du Blödmann, wieso springst du nicht? Wie weit wäre denn das noch gegangen? Da kann man gleich aufgeben, wenn er nicht gleich mit dem ersten Sprung so hoch abprallt. Aber irgendwie will der nie. Ey, ich will doch jetzt nicht gleich beim ersten Level schon aufgeben müssen. Nein! Wieso bist du jetzt wieder dauernd nicht gesprungen? Nein, der springt dauernd nicht. Keine Ahnung, mit welcher Taste das geht. Hä? Die Tasten gehen einfach nicht. Aber wenn nicht mit der Sprungtaste, mit welcher denn dann? Okay, jetzt hat es ausnahmsweise mal funktioniert, aber jetzt funktioniert es natürlich wieder andauernd nicht. Okay, ich kill mich und versuche das andere Level, weil es irgendwie unschaffbar ist hier. Okay, scheint auch unschaffbar zu sein, weil ich den Schalterpalast nicht hab. Also muss ich wohl leider das andere Unschaffbare schaffen. Und das ohne Power-Ups oder irgendwas.
das erstmal mit dieser bekloppten Steuerung hinkriegen. Hä, da kann man ja nur failen. Das kann kein Schwein schaffen. Ich frage mich, ob es in den späteren Levels dann Power-Ups gibt. Damit man wenigstens irgendwas machen kann. Ja, es ist ja gerade eben mal wieder nicht gesprungen. Wollt mal wieder nicht. Hä? Jetzt will der wieder dauernd nicht, weil er so blöd ist. Ich wüsste gerne, ob man irgendwie auf Luigi umstellen kann. Ja, jetzt hat es zwar ausnahmsweise mal funktioniert, aber ich bin natürlich wieder nicht rübergekommen. Jetzt will er natürlich wieder nicht springen. Na nee, man muss gleichzeitig natürlich auch noch beschleunigen, sonst geht's nicht. Aber dieser böpige Unsinn merkt dann andauernd nicht, dass ich auch noch gleichzeitig springen drück. Hä, wie weit geht denn das noch nach rechts? Ich glaube, die Tasten gehen nicht gleichzeitig. Und deshalb ist es unmöglich. Also ich kann nicht gleichzeitig nach rechts und beschleunigen und springen drücken. Wie weit wäre das jetzt noch nach rechts gegangen? Nein, fast! Aber es ist schaffbar. Man darf halt keinen einzigen Fehler machen. Nein! Okay, also wenn die das so released hätten, dann hätte niemand dieses erste Level geschafft. Und ich habe gedacht, es wäre unschaffbar, aber es ist sogar noch schlimmer. Immer wenn der so blöd ist und einen Sprung vergeigt, kann man es vergessen. Ich krieg einen Krampf in die Hand von dieser Steuerung. Nein, immer beim letzten vergeigt das, dieser Blödmann. Wenn ich als Luigi spielen könnte, aber ich weiß nicht, wie man umschaltet oder ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich geht das nämlich nicht. Man muss alles mit dem Mario Loser machen, diesem dämlichen Bastard. Dabei kann der nichts. Als Luigi hätte ich es vielleicht schon geschafft. Jetzt kriege ich nicht mal mehr den Sprung hin. Nimm doch mal Anlauf, du Blödmann! Nein! Ich müsste nach so einem Sprung ganz schnell einen Safe State setzen. Ah, okay, habe ich jetzt aber auch sogar getan. Ich muss jetzt ein Backup von dem Safe State machen, weil die Hotkeys sind natürlich auch scheiße. Und da kann es schnell mal passieren, dass ich aus Versehen einen setze.
Hä, wieso reicht denn das noch nicht mal? Hä? Das kann ja gar nicht gehen. Hä? Das heißt, es ist sogar noch schlimmer. Man muss das noch anders da machen. Ich kann mir so ungefähr denken, wie es gehen soll. Ey, wird sich so ein Video überhaupt irgendwer angucken? Ich glaube nicht, oder? Ey, das ist so abnormal! Ich hätte gerne einen Cheat, mit dem man gleich am Anfang eine Feta hat. Das passiert natürlich auch dauernd, dass der dann einfach nicht rüberspringt. Ey! Na gut, wenn ich den ersten Sprung so schaffe, dass ich zwar nicht hochkomme, aber noch am Leben bin, dann hätte ich vielleicht sogar mehr Zeit für einen weiteren Sprung. Also so jetzt. Ja. Tatsächlich, dann reicht die Zeit sogar dafür aus, um da nochmal hochzukommen. Okay, ich muss jetzt rumprobieren.